Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und heute präsentiere ich euch noch ein Bier. Das ist noch übrig geblieben vom Wrocław Beer Festival. Und das fiel mir ganz siedend heiß ein, als ich die zwei Herrschaften von der Birothek auf der Biertour durch Polen gesehen habe bei Facebook. Sehr, sehr witzig, weil es sind viele Bekannte dabei gewesen, viele gute Brauereien, die beiden besucht haben. Und ich hoffe, dass die Birothek damit die polnischen Biere nicht nur erforscht, sondern in weiterer Folge dann auch verfügbar macht und letztendlich den polnischen Brauereien damit eine Möglichkeit gibt, ihre Biere halt auch, wie gesagt, in Deutschland bzw. hoffentlich auch in Österreich anzubieten. Das Pirates Baltic Porter, das habe ich mir mitgenommen und die Browar Dukla, und das haben die beiden ja auch gesehen, die haben sehr viele Comic-Motive auf ihren Etiketten mit drauf. Ich habe noch ein T-Shirt, was genau diese Situation von den Piraten hat. Und da gibt es ganz viele andere, gibt es ein ganzes Comic-Buch zu. Und sehr gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal das Baltic Porter an. 24 Grad Stammwürze, 9,8 Prozent Alkohol, 35 Bitter. Dann habe ich vorhin 8% gesagt, 9,8% und wie gesagt 35 Bittereinheiten. So, und ein Glas brauche ich auch noch. Das steht da hinten. Und dann gehen wir das Ganze auch mal gleich an. Das Ganze läuft schon wie ein schönes Baltic Porter da ins Glas. Nicht übertrieben viel Schaum obendrauf. Der sich bildet, hat eine schöne beige-cremige Farbe, aber ich fürchte, wir werden wenig Freude mit dem haben. Der schaut schon so aus, als würde er sich relativ schnell verabschieden. Ansonsten unten drunter, ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts außer schwarz. Und auch bei näherem Hinsehen, da kommt nicht viel mehr zum Vorschein. Oh, in der Nase. So fruchtige Pflaumentöne, auch so eine Molassetöne, kräftig süß wirkt das Ganze, Röstmalze, gar nicht so viel Kaffee und Schokolade. Ja, ich würde sagen, cheers. Das Bier bringt schon eine Weile aus dem Kühlschrank draußen, 8 bis 10 Grad. Oh. Und es ist im Antrunk tatsächlich extrem kräftig süß. Hat so schön, wirklich ganz intensive Röstnoten. Das ist so hart an diesen verbrannten Noten. Süße Molasse wieder mit dabei. Auch so ein bisschen fruchtige Pflaume, aber ganz, ganz kräftig. Und auch so Kaffeenoten, auch wie gesagt, also dieses leicht verbrannte, das ist bei diesem Bier sehr ausgeprägt, macht aber wirklich Teil des Charakters dieses Bieres aus und ich würde sagen, das gehört definitiv dazu. Es ist so ein bisschen rauchig, das ist es vielleicht, das ist einfach so eine leichte Rauchnote, die noch mit dabei ist. Ganz klein bisschen Schokolade auch. Vom Körper her gar nicht so intensiv. Es ist eher es pendelt so zwischen schlank und mittlerem Körper. Leicht ölige Textur, das Bier. Und Kohlensäure ist sehr zurückhaltend. Der Schaum hat sich auch mittlerweile verabschiedet. Und es bleibt hinten raus, bleibt so dieser lange, mit einer Nuance Rauch versehene Nachhall. Und dieses Bier klingt dann eher so auf dieser süßen, kräftig schweren Seite aus. Von meiner Seite gibt es für das Baltic Porter Pirates von Browar Dukla aus Polen gibt es 3,5 Punkte für das Pirates Baltic Porter von Browar Dukla aus Polen. Und wenn ihr vielleicht demnächst bei der Birothek die Hände an Biere von Browar Dukla bekommt, dann kann ich einfach nur sagen, schaut euch die Etiketten an, kauft euch Biere davon. Ich habe das Vermont IPA, also New England IPA, von denen schon getestet. Sehr, sehr geiles Zeug.
kommt ja noch eine Vespa angeflogen. Ja, aber es ist Sommer draußen. Und das Bier ist einfach auch süß. Insofern interessieren sich vielleicht auch diese Flieger dafür. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dann. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.